BDEW-Kongress 2015. Podcast. Big Data. Eine Chance für die Energie- und Wasserwirtschaft. Professor Dr. Viktor Meyer-Schönberger, Universität Oxford, Großbritannien. Ich freue mich, dass ich Sie sehe. Ich bin in Wahrheit die letzte große Hürde zwischen Ihnen und dem Flughafen. Und ich habe ein schwieriges Thema ausgefasst, Big Data. Big Data, so nachdem es gute Diskussionsrunden gab, wunderbare Keynotes, einen herrlichen Galaabend, ein gutes Mittagessen. Das ist eine Herausforderung. Ich möchte es gerne versuchen. Und ich möchte es versuchen mit einem Beispiel. Einem Beispiel, das Ihnen allen durchaus vertraut ist. Es geht um die Grippe. Jedes Jahr sterben Zehntausende Menschen in aller Welt an der Grippe. Aber im Jahr 2009, Sie erinnern sich vielleicht, wurde ein neues Grippevirus entdeckt, das H1N1-Virus. Und Gesundheitsbehörden in aller Welt fürchteten, dass dieses H1N1-Virus Millionen Menschen das Leben kosten und den Tod bringen könnte. Es gab damals keine Impfung gegen das H1N1-Virus und das Beste, was die Gesundheitsbehörden in aller Welt tun konnten, war, die Verbreitung dieses Viruses einzudämmen. Aber dazu mussten sie zuerst einmal wissen, wo sich das Virus denn befand, wie das Virus denn sich verbreitet hatte. Die Gesundheitsbehörden in aller Welt haben dazu eigene Methoden entwickelt. Die Centers for Disease Control in Atlanta in Amerika beispielsweise verpflichten Tausende von Allgemeinmedizinern in Amerika, ihnen jeden Grippefall sofort zu melden. Und dann arbeiten die Statistiker der Centers for Disease Control Tag und Nacht und können nach einer gewissen Zeit mit hoher Genauigkeit sagen, wo sich das Grippevirus vor 14 Tagen befand. Was, wenn Sie eine potenzielle Pandemie am Hals haben, sinnlos ist. Ungefähr zur gleichen Zeit hatten Ingenieure eines Start-up-Unternehmens, das damals gar kein so ein Start-up-Unternehmen mehr war, eine ganz andere Idee. Google-Ingenieure nämlich hatten die Idee, die Verbreitung der Grippe lediglich aus den Suchanfragen vorherzusagen, die Google jeden Tag erhält. Die Idee war also, dass man Suchanfragen mit historischen Grippedaten korreliert, sieht, ob es hier eine Korrelation gibt und diese Korrelation nutzt. Google hat eine Reihe von Daten dazu, nämlich pro Tag werden 5 Milliarden Suchanfragen an Google gerichtet und Google hat jede einzelne dieser Suchanfragen, von woher sie kam und was sie betroffen hat, sich gemerkt über die letzten 15 Jahre. Es war also kein Problem, diese Daten zu nehmen und mit den offiziellen Daten zu korrelieren. Nach 450 Millionen unterschiedlichen Versuchen hat Google ein Modell gefunden, das mit hoher Genauigkeit die Grippe nur aus den Suchanfragen vorhersagt. Hier sehen Sie die offiziellen CDC-Daten und die Vorhersage aus den Google-Suchanfragen. Aber ganz entscheidend dabei ist, wo die Centers for Disease Control und andere Gesundheitsbehörden immer nur 14 Tage in die Vergangenheit blicken konnten, konnte Google die Vorhersage in Echtzeit leisten. Das ist noch nicht Big Data, aber das zeigt ein wenig auf, in welche Richtung es geht. Denn unsere erste große Herausforderung ist, überhaupt zu verstehen, was Big Data denn ist. Jetzt werden Sie sagen, Meyer-Schönberger, wir haben doch immer mit Daten gearbeitet. Das stimmt. Wir Menschen haben immer versucht, die Welt zu verstehen, indem wir sie beobachtet haben. Seit Jahrtausenden. Aber wir Menschen haben auch verstanden, dass das Sammeln und Analysieren von Daten und natürlich auch das Speichern mit Aufwand verbunden war, kosten- und zeitintensiv waren. Aus diesem Grund haben wir seit Menschengedenken immer so wenige Daten wie nur absolut notwendig gesammelt und ausgewertet. Wir haben mit anderen Worten unsere Methoden, unsere Institutionen, unsere Sicht auf die Welt darauf ausgerichtet, dass wir wenig Daten haben. Wir haben in einer Welt von Small Data gelebt. Aber
Aber was passiert, wenn wir Daten kostengünstig und schnell sammeln und auswerten können? Müssen wir dann die Welt anders sehen? Wir werden das relativ bald wissen, weil unsere Fähigkeit, Daten zu sammeln und auszuwerten, dramatisch zunimmt. Das begann vielleicht vor 15, 20 Jahren in den Naturwissenschaften. Nehmen wir nur ein Beispiel, die Astronomie. Im Jahr 2000 ging ein einziges Teleskop ans Netz, das Sloan Digital Sky Survey. Und dieses eine Teleskop hat in einem Verfahren in wenigen Wochen mehr an Astronomiedaten gesammelt, als in der gesamten Geschichte der Astronomie davor gesammelt wurden. In den letzten 15 Jahren hat dieses eine Teleskop 210 Terabyte an Astronomiedaten gesammelt. Aber ein Nachfolgeteleskop, hier sehen Sie ein Rendering, das nächstes Jahr in Betrieb geht, wird diese Menge an Astronomiedaten, 210 Terabyte, alle 5 Tage sammeln. Oder denken Sie an die Genetik. Im Jahr 2003, im April 2003, hat die Menschheit einen unglaublichen Erfolg gefeiert, nämlich die komplette Sequenzierung einer DNA eines Menschen. Dieses DNA-Projekt hat damals 1 Milliarde Dollar verschlungen, 10 Jahre gedauert und ein weltumspannendes Forschernetz eingeschlossen. Das Ergebnis waren Daten von 3 Milliarden Basispaaren unserer DNA, aber nur der eines einzigen Menschen. Heute können Sie meine DNA komplett sequenzieren in einem Tag und es kostet nicht mehr als 1000 Dollar. Wenn wir uns die gesamte Datenmenge in der Welt versuchen vorzustellen, dann ist unsere beste Schätzung jene, dass sie von 1987 bis 2007 sich verhundertfacht hat. In 20 Jahren verhundertfacht hat. Alle 15 bis 18 Monate verdoppelt sich derzeit die Datenmenge in der Welt. Wenn wir in die Menschheitsgeschichte zurückgehen, wo das zuletzt der Fall war, dann sagt Elisabeth Eisenstein, eine Historikerin, müssen wir 1455 bis 1505 zurückgehen. In diesen 50 Jahren hat sich dank der Gutenbergschen Druckrevolution die Datenmenge in der Welt verdoppelt. Und hier haben wir in 20 Jahren eine Verhundertfachung zu verkraften. Und kein Ende ist in Sicht. Aber das ist nur die eine Hälfte der Geschichte. Die andere Hälfte der Geschichte wird durch diese unterschiedlichen Farben symbolisiert, die Sie hier sehen. Das helle Pink sind die analogen Daten in der Welt und das dunkle Violett die digitalen Daten. Und wenn Sie sich jetzt hier ansehen, diese vertikale weiße Linie, das ist das Jahr 2000. Das Jahr 2000 ist noch nicht so lange her. Ich kann mich noch an das Jahr 2000 erinnern. Okay, sagt mehr über mein Alter aus. Im Jahr 2000 waren 3/4 der Daten in der Welt, 3/4 analog, 1/4 digital. Heute sind weniger als 1% analog. Das heißt, innerhalb von 15 Jahren haben wir uns von einer analogen Welt in eine digitale Welt gewandelt. Warum ist diese Quantität an Daten und die Fähigkeit, sie zu analysieren, so entscheidend? Nun, erlauben Sie mir einen Vergleich aus der Fotografie. Stellen Sie sich vor, ich würde ein Foto von einem Reiter auf einem Pferd machen. Dann hätte ich ein Foto von einem Reiter auf einem Pferd. Jetzt würde ich jede Sekunde ein Foto von einem Reiter auf einem Pferd machen, also die Quantität erhöhen. Was hätte ich dann? Sehr viel mehr Fotos von einem Reiter auf einem Pferd. Und jetzt erhöhe ich die Quantität noch mehr, sagen wir 16 Fotos von einem Reiter auf einem Pferd. Und plötzlich schlägt diese zusätzliche Quantität in eine neue Qualität um. In dem Fall in Film. Genau so soll Big Data auch funktionieren. Es geht also um ein Mehr an Daten, aber nicht um ein absolutes Mehr an Daten, sondern um ein Mehr an Daten relativ zu der Frage, die Sie beantworten wollen, relativ zu dem Phänomen, dass Sie studieren wollen, relativ zu dem, was Sie verstehen wollen. Lassen Sie mich das anhand eines weiteren Beispiels aus der Fotografie
erklären und erläutern, warum das so zentral ist. Stellen Sie sich vor, ich würde jetzt von Ihnen ein Foto machen. Bitte lächeln. Alle! Danke. Dann müsste ich jetzt, dann hätte ich jetzt, dann habe ich jetzt eine Entscheidung zu treffen gehabt. Ob ich auf Frau Müller fokussiere in der ersten Reihe oder auf Sie in der siebten Reihe. Wenn ich auf Frau Müller fokussiere, was zweifellos die richtige Entscheidung ist, dann sind Sie unscharf auf meinem Foto drauf. Vielleicht sagt aber heute Abend meine Frau, wer ist denn der unscharfe Herr da hinten? Und ich kann sie nicht mehr scharf stellen. Warum? Weil ich zum Zeitpunkt des Fotos machen bereits entscheiden musste, was für mich wichtig ist und was unwichtig ist. Mit anderen Worten, in der Welt von Small Data mussten wir, bevor wir die Daten sammeln, schon wissen, exakt für welchen Zweck wir die Daten verwenden. Im Kontext von Big Data verändert sich das. Das ist ein Foto einer Zahnbürste. Im Hintergrund sehen Sie unscharf meinen damals 3 Jahre alten Sohn. Ich kann ihn nicht mehr scharf stellen. Ich habe den Zeitpunkt verpasst. Oder nicht? Denn dieses Foto, ich habe Sie beschwindelt, ist kein normales Foto. Es wurde mit einer speziellen Big Data Kamera gemacht, einer sogenannten Lichtfeldkamera oder Lightroom genannt, die riesige Dateien an Lichtfeldern erstellt. Und was das bedeutet, ist, dass die gesamten Daten des Bildes vorhanden sind. Das heißt, wenn ich dieses Bild sehe und sage, jetzt möchte ich aber meinen Sohn gerne genauer sehen, dann klicke ich auf ihn und er wird scharf. Oder ich klicke auf die Zahnbürste und sie wird scharf. Weil alle Daten vorhanden sind, kann ich beliebig in Details hineingehen. Ich kann Fragen beantworten, von denen ich zum Zeitpunkt der Aufnahme gar nicht wusste, dass sie mich interessieren werden. Was bedeutet das nun in der Praxis? Nun lassen Sie mich ein ganz konkretes und durchaus amüsantes Beispiel Ihnen erwähnen. Es geht dabei um die amerikanische und weltweit agierende Supermarktkette Walmart. Walmart sammelt sehr viele Daten über die einzelnen Verkäufe und Transaktionen in den einzelnen Walmarts. Und eine Big Data Studie, die Walmart gemacht hat, haben die festgestellt, dass bevor ein Hurricane auf einen Walmart zufährt, oder einen Ort, in dem ein Walmart es zufährt, bevor also so ein Hurricane kommt, laufen die Leute zum Walmart und kaufen Taschenlampen, Batterien. Das hätte ich Ihnen auch sagen können. Und dann haben die weiter geforscht und dann sind sie draufgekommen, dass die Menschen auch Pop-Tarts kaufen. Pop-Tarts ist ein amerikanischer zuckerhaltiger Snack. Bitte beachten Sie, dass ich es nicht als Lebensmittel bezeichne, das bei Walmart erhältlich ist. Nun haben die Forscherinnen und Forscher von Walmarts Big Data Analytics Unit überlegt, warum das so ist. Ist das, weil die Menschen glauben, wenn sie diese Pop-Tarts, im Übrigen Strawberry ist die Marke, die vor allem gekauft wird, wenn sie diese Pop-Tarts essen, dann haben sie Ausdünstungen, die vielleicht den Hurricane vertreiben, oder ist es vielleicht, weil sie glauben, dass wenn der Strom ausfällt, dann kann man über die Pop-Tarts sich Energie zuführen. Und sie haben dann gemutmaßt, bis eine der Mitarbeiterinnen gesagt hat, Timeout. Die Daten sagen uns nicht, warum. Die Daten sagen uns nur, was passiert. Und das ist gut genug. Und die anderen haben gesagt, in der Tat, das ist gut genug. Wir müssen gar nicht wissen, warum die Leute Pop-Tarts kaufen vor dem Hurricane. Alles, was wir wissen müssen, ist, dass ein Hurricane kommt, dann bringen wir die Pop-Tarts von hinten nach vorne. Und die Umsätze sind weiter gestiegen. Jetzt werden Sie sagen, Maya Schönberger, das ist ein nettes Beispiel aus dem Marketing, aber wenn es um lebensnotwendige, lebenswichtige Entscheidungen geht, dann verlässt man sich doch nicht auf diese Dinge. Sehen Sie, auch das stimmt nicht mehr. Ich gebe Ihnen ein Beispiel von einer
ganz besonders lebenswichtigen Entscheidung, der Entscheidung über Leben und Tod. Es geht um eine ganz besonders verletzliche Gruppe von Menschen, nämlich um Frühgeborene wie dieses hier. Frühgeborene sind besonders verletzlich und bekommen Infektionen, die zu spät erkannt werden und sterben daran. Dr. Carolyn McGregor am Universitätsspital in Ontario hat einen Big Data-Ansatz entwickelt, um dem Frühgeborenen zu helfen. Sie hat digitale Sensoren an den Frühchen angebracht, hier sehen Sie ein paar, die die Vitalfunktionen des Frühchens messen. Herzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoffgehalt, EKG etc. Und so werden 1200 Datenpunkte pro Frühchen pro Sekunde gesammelt. Und das über Stunden und Tage und Wochen und über Dutzende und Dutzende von Frühchen. Und dann hat Dr. McGregor gesagt, ich schaue nach einem Muster in den Daten, einem Muster in diesen Vitalfunktionsdaten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eine zukünftige Infektion vorhersagen. Und sie hat dieses Muster gefunden. Und so können heute in Ontario bei Frühchen 24 Stunden, bevor sich die ersten Symptome zeigen, mit hoher Wahrscheinlichkeit Infektionen bei Frühchen vorhergesagt werden, nur weil sich die Muster in den Vitalfunktionen verändern. Drei wesentliche Punkte dabei. Erstens, Dr. Carolyn McGregor hat keine Ahnung warum. Sie weiß nur was. Aber das ist gut genug, um diesen Frühchen das Leben zu retten. Zweitens, das Muster, das mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagt, dass die Frühchen eine Infektion bekommen, ist nicht, dass die Vitalfunktionen plötzlich verrückt spielen anfangen. Es ist, dass die Vitalfunktionen plötzlich stabil werden. Kein Kinderarzt hätte sich das gedacht. Wenn Sie einen Kinderarzt fragen, dann sagt der, wenn die Vitalfunktionen stabil sind, Blutdruck, Blutsauerstoffgehalt, Sättigung etc., dann ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Frühchen geht es gut. Bei Frühchen trifft das nicht zu. Auch das eine neue Erkenntnis für die Medizin. Und Dr. Carolyn McGregor, der Star meiner Geschichte hier, Dr. Carolyn McGregor, die Frühchen rettet, ist keine Medizinerin, ist Informatikerin. Was das bedeutet, ist nichts anderes als ein neuer Blick auf die Welt. Ein neuer Blick auf die Welt, weil wir mehr Details haben als früher, als wir noch mit Stichproben gearbeitet haben. Weil wir ein umfassendes Bild bekommen von dem, was wir verstehen wollen. Weil wir nicht mehr nur in die Vergangenheit blicken, wie es die Gesundheitsbehörden gemacht haben, sondern weil wir mit Nowcasting die Gegenwart verstehen. Und weil wir daraus zutreffendere Vorhersagen für die Zukunft machen können. Auf den Punkt gebracht, weil wir mit diesem neuen Blick auf die Welt, und das ist die Verheißung von Big Data, in Wahrheit bessere Entscheidungen treffen können. Und diese besseren Entscheidungen nun werden umgemünzt, ganz konkret in wirtschaftlichen Wert. Wie funktioniert das? Nun, in der Welt von Small Data haben wir aus einem ganz bestimmten Grund heraus Daten gesammelt, diese Daten für diesen Grund eingesetzt, angewandt und dann die Daten weggeworfen, weil sie zu speichern und wiederzuverwenden zu teuer war. In dem Kontext von Big Data verändert sich das. Der Wert von Daten, der wirtschaftliche Wert von Daten erschöpft sich nicht schon in der Verwendung für den Zweck, für den sie gesammelt worden sind, sondern die Daten können immer und immer wieder verwendet werden. Und jede Wiederverwendung schafft wirtschaftlichen Wert. Ein wenig ist das so wie ein Eisberg, in dem wir bisher nur das genutzt haben, was über der Wasseroberfläche sichtbar war. Aber der wirtschaftliche Wert von Daten ist viel größer, genauso wie der Eisberg viel größer ist. Und das Entscheidende ist, es zu verstehen, was unter der Wasseroberfläche liegt. Auch hier ein paar Beispiele aus der Praxis. Nehmen wir das Startup-Unternehmen PriceStats, eine Ausgründung aus dem MIT in Amerika, dem Massachusetts Institute of Technology.
Was macht PriceStats? PriceStats geht hinaus ins Internet zu Amazon, zu eBay, zu vielen, vielen anderen E-Commerce-Anbietern und holt sich die Preisinformationen von Produkten herunter und speichert sie ab. Teilweise bei Amazon alle 15 Minuten. Und sammelt so Preisinformationen für Hunderttausende von Konsumgütern und insgesamt pro Tag mehrere Milliarden an Preispunkten. Was machen die damit? Sie sagen die Inflationsrate in Echtzeit voraus. Und geben diese Information an Finanzdienstleister weiter, die dafür zahlen können und zahlen wollen. Das ist eine Wiederverwendung von Informationen, in dem Fall Preisinformationen, um daraus wirtschaftlichen Wert zu lukrieren. Mein erstes Takeaway also ist, dass der wirtschaftliche Wert in der Wiederverwendung liegt. Das Startup-Unternehmen Duolingo hat eine Applikation, eine App auf Android und Apple Smartphones, die Menschen hilft, eine Fremdsprache zu lernen. Für diejenigen, die das noch nicht versucht haben, ich empfehle es sehr, es ist kostenlos und es ist sehr lustig und spannend, hier diese Fremdsprache zu lernen. Dutzende Millionen von Menschen in aller Welt lernen Fremdsprachen heute über Duolingo. Und Duolingo sammelt all diese Daten, auch wie Menschen lernen, welche Fehler sie machen. Eine Big Data Analyse von Duolingo hat ergeben beispielsweise, dass Spanischsprechende, wenn sie Englisch lernen, Englisch in der falschen Sequenz lernen. Also die Fürwörter und die Hilfswörter zu früh lernen. Wenn man die Sequenz umdreht und richtig stellt, dann steigt die Erfolgsrate dramatisch an. Jetzt stellen Sie sich und ich mir die Frage, warum denn unsere Sprachwissenschaftler und Linguisten an den Universitäten inklusive Oxford uns diese Einsicht nicht gegeben haben, sondern ein Startup-Unternehmen mit Namen Duolingo. Und die Antwort ist, weil Duolingo die Daten hat. Und meine Kollegen und Kolleginnen in Wirklichkeit mit 30 Studenten arbeiten. Das bedeutet aber auch, dass wenn aus den Daten so viel Einsicht gewonnen werden kann, ohne zu wissen, genau für welchen Zweck, dass wir in Zukunft Daten sammeln werden, auch ohne konkreten Grund. Das ist nur eine richtige und folgerichtige wirtschaftliche Entscheidung. Mein nächstes Beispiel hängt mit Rolls-Royce zusammen. Rolls-Royce, nein, nicht der Luxus-Outdoor-Hersteller, sondern der Hersteller, der zweitgrößte Hersteller von Flugzeugtriebwerken in der Welt. Als Rolls-Royce das Flugzeugtriebwerk für den Airbus A380 entwickelte, haben sie wie bei Flugzeugtriebwerken davor Sensoren in das Triebwerk verbaut und einen Computer, der aus den Sensordaten das Triebwerk optimal steuert. Aber dann hat Rolls-Royce entschieden, dass diese Sensordaten nicht weggeworfen werden, sondern gespeichert werden. Und nach der Landung eines Flugzeuges automatisch zu Rolls-Royce Headquarters rückübertragen werden. Sie müssen sich das vorstellen, das sind sehr viele Sensordaten, etwa 3 Gigabyte pro Flug, pro Triebwerk. Und nachdem Rolls-Royce sehr viele Triebwerke hat, hunderte, haben sie auch wahnsinnig viel von diesen Daten bekommen. Und was haben sie gemacht? Sie haben nun in diese Daten, genau wie die Dr. Carolyn McGregor, nach Mustern gesucht, um vorhersagen zu können, wenn Teile im Flugzeugtriebwerk brechen, noch bevor sie tatsächlich kaputt gehen. Sie haben das gefunden und das ist durchaus sinnvoll, weil dann kann nämlich das Teil ausgetauscht werden, wenn das Flugzeug am Boden ist. Aber es hat noch einen anderen Vorteil, diese Predictive Maintenance, wie es Rolls-Royce nennt. Und dieser Vorteil ist, dass den Fluggesellschaften ein Fixpreis für die Wartung von Flugzeugtriebwerken angeboten werden kann. Weil Rolls-Royce so genau vorhersagen kann, was die Wartungskosten sind, bietet es einen Fixpreis an. Die Fluggesellschaften nehmen den Fixpreis gerne entgegen, weil dann wird plötzlich Risiko aus der Bilanz genommen. Rolls-Royce freut sich umso mehr, weil sie genau errechnet haben, dass sich daraus hohe Gewinne ergeben.
Und so war es für Rolls-Royce möglich, in den letzten 10 Jahren die von einem Unternehmen, das Produkte herstellt, also Triebwerke macht, sich zu einem Unternehmen zu entwickeln, das mehr als die Hälfte seines Umsatzes durch Dienstleistungen erwirtschaftet. Also mit Big Data verändern sich die Geschäftsmodelle und werden datenzentrierter. Im Übrigen, das, was ich für Rolls-Royce heute erzählt habe, gilt genauso für General Electric, den Mitbewerber. Das bedeutet aber auch, dass viele andere Unternehmen plötzlich zu überlegen beginnen, auf welchen Datenressourcen und damit Datenschätzen sie sitzen. Sie können sich vielleicht erinnern, dass vor etwa einer Woche die Lufthansa, ein Vorstand der Lufthansa, bekannt gegeben hat, dass die Lufthansa Kundendaten hat, die ungenutzt sind und sie nun diese Kundendaten verstärkt für Big Data Analytics nutzen will. Das ist in sich schon interessant, aber interessant ist auch, wer dieses Statement gemacht hat. Der Finanzvorstand. Wenn wir nun diese veränderten Geschäftsmodelle hin zu verstärkten Datennutzen haben, dann stellt sich immer auch die Frage, welche Rolle ein Unternehmen in einer Wertschöpfungskette hat. Ich möchte über eine Ihnen nicht gänzlich von den Strukturen unvertrauten Sektor der Wirtschaft sprechen, nämlich die Telekommunikationsindustrie. Auch die Telekommunikationsindustrie hat eine Infrastruktur draußen. Auch die Telekommunikationsindustrie ist einem harten Wettbewerb ausgesetzt. Auch die Telekommunikationsindustrie hat eine Reihe von Regularien und Regelwerken politischer Desiderate zu beachten. Und das bedeutet, dass sehr viele Telekommunikationsunternehmen heute unter Druck stehen, weil sie in einem kommodifizierten Markt agieren. Weil sie also in Wirklichkeit mit ihrem Produkt nur mehr über Preis konkurrieren können oder primär über Preis konkurrieren können. Das ist keine Position, die man sich wünscht. Ein Mobilfunkunternehmen in den Niederlanden hat eine interessante Idee dabei gehabt. Die haben festgestellt, dass die Signalstärke eines Mobilfunkturms sich verändert, je nachdem, wie das lokale Wetter dort ist. Also ob es regnet oder ob eine hohe Luftfeuchtigkeit, ob es kalt ist oder warm ist. Und diese Signalstärkenveränderung kann also rückgerechnet werden in Wetterdaten. Mit anderen Worten, die sind draufgekommen, dass sie eigentlich Tausende und Abertausende von Echtzeitwetterstationen haben. Nun muss ich Ihnen erklären, dass sich niemand außerhalb von Großbritannien für das nationale Wetter interessiert auf der Welt. Aber jeder interessiert sich für das lokale Wetter. Regnet es morgen oder kann ich draußen grillen? Diese Frage kann nationale Wettervorhersage selten beantworten. Warum? Weil die Daten fehlen. Weil die lokalen Wetterdaten fehlen. Wir haben nicht genügend Wetterstationen, um diese Daten zu sammeln. Aus diesem Grund gibt es komplizierte Wettermodelle, die dann zu Fehlvorhersagen führen. Dieses Mobilfunkunternehmen hat lokale Wetterdaten in einer unglaublichen Dichte für die Niederlande und überlegt nun ernsthaft, Wettervorhersagen anzubieten. Und zwar mit einer Genauigkeit, die bisher nicht möglich war. Das bedeutet aber auch, dass wir über diese datengetriebenen Innovationen einer Kommodifikation entkommen können. Neue Geschäftsfelder, neue Umsatzmöglichkeiten schaffen auf bestehenden Infrastrukturen, wo wir uns noch gar nicht bewusst waren, wie wichtig sie sind. In Ihrem Bereich kennen Sie ja die drei wesentlichen Bereiche Produktion, Distribution und Information. Und ich sage Ihnen überhaupt nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass Produktion von Energie nicht mehr wirklich das absolut große Geschäft ist. Und wenn ich Ihnen sage, dass die Distribution von Energie von unglaublichen nationalen und europäischen Regelungen sehr beschränkt wird in ihrer Handlungsfreiheit. Und ich sage Ihnen auch nichts Neues, wenn es noch ein drittes Feld gibt, die Information, das Backoffice, das Sammeln von Daten,
über das Netz, über die Verbraucher, über die Produktion. Sie haben es heute schon mehrfach gehört. Aber der Kern von Big Data ist, dass die Zukunft der Innovation in Ihrem Sektor nicht im Bereich der Produktion unmittelbar bevorsteht und nicht im Bereich der Distribution unmittelbar bevorsteht, sondern im Bereich der Information. In vielerlei Hinsicht führt Big Data dazu, dass die großen Datenhalter immer größer werden. Und das ist Ihnen durchaus verständlich und nachvollziehbar, die Googles, die Facebooks dieser Welt. Aber spannenderweise gibt es auch eine große Gruppe an ganz kleinen Startups, also am anderen Ende der Skala, die sehr erfolgreich im Big Data Bereich tätig sind. Ein Unternehmen, Decide.com, das Konsumgüterpreise in den Vereinigten Staaten vorhersagt, hat mehrere hunderttausend tägliche Kunden gehabt, mehrere Milliarden Datenpunkte jeden Tag verarbeitet und die hatten 30 Angestellte, inklusive der Raumpflegerin. Und wie viele Server hatten die? Null. Nur in der Cloud gearbeitet. Also dieses kleine Startup-Unternehmen konnte im Wettbewerb mitmachen, weil die Eintrittskosten stark gesunken sind. Man braucht keine Fabrik mehr und man braucht keine großen Serverfarmen mehr. Man kauft sich diese Leistung zu sehr günstigen Preisen zu. Das bedeutet aber auch, dass Skaleneffekte im klassischen linearen Sinn eine immer kleinere Rolle spielen, außer bei den Daten selbst. Skaleneffekte also, die bisher dazu geführt haben, dass aus einem kleinen Unternehmen ein größeres und dann ein mittleres Unternehmen, dann ein mittelgroßes Unternehmen, dann ein großes Unternehmen geworden sind. Diese Skaleneffekte gibt es in dieser Form nicht mehr. Die Gewinner in Zukunft sind die schnellen Kleinen und die wirklich großen Datenhalter am Großen. Und das Problem ist in der Mitte. Die kennen Sie, ich habe sie hier vergrößert, hier ist sie auf klein. Das ist die Apple Watch. Viele Leute schauen drauf und sagen, oh, ein Computer, oh, ein Zeitmesser. Wenn ich auf diese Apple Watch drauf sehe, dann sage ich, das ist eine Datensammelplattform. Nicht mehr und nicht weniger. Eine Datensammelplattform über Informationen über mich, soziale Informationen, Informationen über meinen Fitness, über meine Gesundheit, Informationen über mein Zahlungsverhalten mit Apple Pay. Oder denken Sie an ein traditionelles Unternehmen, zum Beispiel Swift, den internationalen Zahlungsdienstleister, der eine große Anzahl von Geldtransfers über Ländergrenzen hinweg durchführt. Die sind draufgekommen, dass sie über ihre Daten, die sie haben von den Transfers, wenn Sie die durch eine Analyse schicken, mit hoher Genauigkeit das Bruttonationalprodukt in Echtzeit von bestimmten Regionen vorhersagen können. Und zwar in Echtzeit. Und die verkaufen jetzt diese Information wieder an die Finanzdienstleister. Die haben plötzlich begriffen, dass sie nicht primär oder nur mehr eine Geldüberweisungsplattform sind, sondern eine Datenplattform. Sie alle kennen mein nächstes Beispiel, der Thermostat Nest. Vor etwas mehr als einem Jahr hat Google dafür etwa 3 Milliarden US-Dollar ausgegeben. 3 Milliarden US-Dollar für einen Thermostathersteller? Was rauchen die? Die rauchen gar nichts, jedenfalls nicht in dieser Entscheidung oder bei dieser Entscheidung. Denn Nest ist ja kein Thermostathersteller. Nest ist eine Datensammelplattform in den Wohnungen der Menschen, die sammelt, welche Präferenzen von Temperaturen Menschen an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Stunde haben. Und die hat jetzt Google. Und nicht die Energieversorger. Sehen Sie, die Datenplattformen sind eines, nicht das einzige, aber ein zentrales Erfolgsrezept in dieser neuen Big Data Welt. Aber gleichzeitig bedeutet es, vorsichtig zu sein. Kindle, Rolls-Royce, Nest. Sie kennen alle
Was haben die gemein? Lassen Sie mich erklären. Nest, wer erhält die Daten? Google, nicht die Energieversorger. Rolls-Royce, wer erhält die Daten? Nicht Airbus oder Boeing, nicht die Fluggesellschaft. Rolls-Royce. Obwohl das Triebwerk von der Fluggesellschaft gekauft worden ist und von Airbus oder Boeing auf die Maschine draufgebaut worden ist. Kindle, wer sammelt und erhält die Daten, welche Bücher wo, von wem wie lange gelesen werden? Nicht die Verlage, nicht die Autoren. Amazon. Das heißt, die große Herausforderung, die sich für Sie stellt, für Sie alle ist, haben Sie die richtige Position in der Wertschöpfungskette, um zur Datenplattform zu werden? Nehmen Sie diese Herausforderung ernst. Was tun Sie, um diese Position zu erreichen? Die Firma Target, eine Supermarkt-Diskontkette in den Vereinigten Staaten, hat sehr viele Transaktionsinformationen über ihre Kundinnen und Kunden und kann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen, ob eine Kundin schwanger ist oder nicht. Teilweise noch bevor die Kundin es selbst weiß. Sehen Sie, und das ist so ein bisschen ein verschämtes Lachen, das ich jetzt gehört habe. Denn auf der einen Seite ist es beeindruckend und auf der anderen Seite weckt es aber auch diese Vorstellung des Überwachungsstaates. Diese Vorstellung von George Orwell in 1984 steht, überwacht zu werden. Aber das ist nicht die einzige Gefahr, die ich sehe. Die andere Gefahr, die ich sehe, ist, dass wir versucht sind, aus den Daten menschliches Verhalten vorherzusagen und dann die Menschen verantwortlich machen, nicht für das, was sie schon getan haben, sondern nur, was die Vorhersage sagt, sie tun werden. Und wenn Sie jetzt an Minority Report denken, den Film, dann denken Sie genau in die richtige Richtung. Und bitte sagen Sie mir jetzt nicht, das ist Science Fiction, das ist Science. In den Vereinigten Staaten werden in 30 von 50 Bundesstaaten Bewährungsentscheidungen, ob jemand frühzeitig freikommt aus dem Gefängnis oder nicht, unter anderem mit einer Big Data Analyse entschieden, die vorhersagen soll, ob jemand innerhalb der nächsten 12 Monate wieder rückfällig wird oder nicht. In Amerika, aber auch in Deutschland verwenden die Polizeiinstitutionen, die Polizeiorganisationen Big Data, um vorherzusagen, wo das nächste Verbrechen passiert und die Polizeistreife dann dorthin zu schicken. Predictive Policing nennt sich das. In den Vereinigten Staaten verwendet die Steuerfahndung Big Data. Vor einigen Monaten wurde das auch in Italien eingeführt. Viel Glück. Aber das hört nicht nur bei den staatlichen Institutionen auf, das ist nur der Beginn. Stellen Sie sich vor, wir könnten mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen, ob jemand ein guter Autofahrer werden würde, noch bevor er den Führerschein macht. Und stellen Sie sich vor, es würde vorhergesagt werden, dass jemand ein schlechter Autofahrer wird, ein grottenschlechter Autofahrer. Soll er dann noch zur Führerscheinprüfung antreten können? Und wenn er antreten darf, wer versichert ihn denn noch? Ich möchte nicht in einer Versicherung, mit einer Versicherung zusammenarbeiten, die Leute versichert, die schlechter Auto fahren als ich. Das ist ja ein Risiko. Stellen Sie sich vor, das denkt sich jeder. Es gibt immer einen, der besser fährt als ich. Der will nicht mit mir versichert werden. Außer der absolut beste Fahrer. Der braucht keine Versicherung. Was das in Wirklichkeit bedeutet, ist das Ende eines Solidaritätspools, so wie wir es kennen. Stets präsente Vergangenheit und vorhergesagte Zukunft sind ein wenig die Schlagworte der Sorge, die ich hier zum Ausdruck bringe. Und es ist nicht meine Sorge, das ist die Sorge der Bürgerinnen und Bürger, der Kundinnen und Kunden draußen. Und wenn Sie im Big Data-Kontext erfolgreich sein wollen, dann müssen Sie diese Sorge ernst nehmen. Denn sonst verweigern Ihnen die Kunden und Kundinnen die Gefolgschaft. Und dann bekommen Sie vielleicht die Daten nicht. Oder können sie nicht mehr verwenden. Und der Weg in diese Big Data-Richtung für die Kundinnen und Kunden ist, den Datenverwendern vertrauen zu können, weil die Datenverwender Verantwortung übernehmen.
Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass Vertrauen und Verantwortung die Währung digitaler Nachhaltigkeit sind. Und wenn Sie in Ihrem Unternehmen auf Daten setzen und keine Antwort auf die Frage von Vertrauen und Verantwortung haben, dann haben Sie schon verloren. In den Vereinigten Staaten hat eine Analyse ergeben, dass Autos mit der Farbe Orange die geringste Unfallhäufigkeit haben. Stopp! Die Hälfte von Ihnen denkt schon wieder, warum das so ist. Weil vielleicht das Auto im Dunkeln besser gesehen werden kann, weil orangefahrene Fahrer vorsichtiger Auto fahren, weil das Auto besonders gebaut worden ist. Die Daten sagen uns nicht, warum. Sie sagen uns nur was. Und die größte Gefahr ist, dass wir ihnen mehr an Bedeutung zumessen, als ihnen eigentlich zukommt. Tun wir das, glauben wir, dass die Daten uns ein Warum sagen, obwohl sie uns nur ein Was sagen, dann begeben wir uns in die Diktatur der Daten. Und dann haben wir uns schon verloren. Ich komme zum Ende. Was wird die Zukunft bringen? Die Zukunft wird mit Big Data uns helfen, die Welt besser zu verstehen. Davon bin ich überzeugt. Sie wird uns helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Welche Energieversorger wir wählen, welche Wartungsverträge wir abschließen oder wie sich die Autos selber fahren. Aber es wird auch eine Reihe von neuen Herausforderungen geben. Und das Zentrale und Wichtigste hier ist, dass wir die Herrschaft über dieses mächtige Werkzeug bewahren. Dass genauso wie es wichtig ist, von den Daten zu lernen, es auch wichtig ist, einen Platz für uns, für das Menschliche zu bewahren. Für das Kreative, das Originelle, für das Irrationale, für das sich manchmal auch gegen das zu entscheiden, was die Vorhersage uns prophezeit. Denn am Ende des Tages sind die Daten immer nur ein Schatten der Wirklichkeit und nicht die Wirklichkeit selbst und damit immer unvollständig und immer ein wenig falsch. Und deswegen bitte ich Sie, gehen wir in dieses spannende Big Data Zeitalter, aber tun wir das mit einer gehörigen Portion an Demut und an Menschlichkeit. Dankeschön. Weitere Informationen und Podcasts unter bdew.de/kongress.